liebe Freunde und Freundinnen aus dem friedlichen Kampf gegen Atomkraft und Atomwaffen. Heute vor 12 Jahren gab es die Fukushima-Katastrophe. Dieses hier ist die Gedenkveranstaltung zu diesem Anlass. Heute gibt es ein Gedenken zum 12-jährigen Jahrestag von Fukushima, aber eben auch ein Nachdenken. Mit dem Auge nicht sichtbar verschieben sich Kontinentalplatten und führen zu Beben, Erdbeben. Erstens im Meer als Tsunami, wie wir heute ja gerade speziell dran denken, an Fukushima und das AKW Daiichi, was dort kaputt ging dabei. Zweitens in Meeresnähe, wie zum Beispiel in der Türkei, das Atomkraftwerk Akuyu, was in Planung ist, seit vielen Jahren gebaut wird und mit russischem Uran betrieben werden soll. Und es gibt es diese Beben an Land, nämlich bei uns, quasi vor der Tür, 80 Kilometer entfernt im Rheingraben, Mülheim-Kärlich. Deswegen sind wir viele Jahre lang auf die Straße gegangen, dass das Ding endlich abgestellt wird. Atomkraftwerke zu gefährlich. Abschaffen, wie Mülheim-Kärlich. Und wir haben es geschafft. In Japan nun, in Ostjapan 2011, ein Tsunami mit mehr als 20.000 Toten. Und 2.300 oder mehr Tote beim AKW Daiichi. Nach 12 Jahren haben sich inzwischen angesammelt mehr als 1,3 Millionen Tonnen verstrahltes Kühlwasser. Was vor allem immer noch am meisten drin ist, ist Tritium. Und das ist der Stoff davon, der die meisten DNS-Schäden hervorruft, also auch die langfristigen Folgen für die folgenden Generationen. TEPCO, die Betreiberfirma, und die japanische Regierung wollen dieses Wasser ins Meer entsorgen. Angeblich, weil es keine Alternativen gibt. Doch, es gibt Alternativen, nämlich eine Langzeitlagerung von 100 Jahren an Land. Neue Verfahren müssen dazu erkundet werden. Das kostet natürlich, aber wir müssen unsere Müllgebühren schließlich auch bezahlen. Weiter bibbern müssen wir aber wegen Akuyu, was seit Jahren im Bau ist. Und die Erdbeben in der Türkei und in Syrien kommen aus Osten immer näher heran in Richtung Istanbul und sind nur noch 600 Kilometer von Akuyu entfernt. Wir wollen hoffen, dass wir in Zukunft nicht auf unsere Transparente nur Fukushima schreiben müssen und Tschernobyl, sondern nicht auch noch Akuyu. Weitsicht und Voraussicht wird gebraucht, wenn man mit solchen Stoffen umgeht. TEPCO jedenfalls und die japanische Regierung und auch unsere Regierungen früher lange Zeit haben weder Weitsicht noch Voraussicht gehabt. Die IPPNW allerdings in den 80er Jahren haben damals schon gesagt, wir Ärztinnen und Ärzte werden euch nicht helfen können. Und die Überlebenden werden die Toten beneiden, weil wir wissen, wie es den Leuten gegangen ist, die überlebt haben in Hiroshima und Nagasaki. Krieg und Atom sind katastrophale, menschheitsgefährdende Zusammenschlüsse und denen wollen wir auch weiter entgegengehen. Militärische und zivile Nutzung der Atomenergie waren von Anfang an untrennbar miteinander verknüpft. Den ersten Atombomben folgten die Atomkraftwerke. Die Infrastruktur für Atomkraftwerke dient als Grundlage für den Bau von Atombomben. Es führt ein direkter Weg von Hiroshima nach Fukushima und wieder zurück. Wir erleben zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits sind Atomwaffen rechtlich mehr geächtet denn je. Andererseits ist die Atomkriegsgefahr höher als jemals zuvor. Das Bulletin of the Atomic Scientists zeigt seit 1947 jedes Jahr in der sogenannten Doomsday Clock, der Weltuntergangsuhr, an, wie hoch führende Atomwissenschaftler und Atomwissenschaftlerinnen die Atomkriegsgefahr einschätzen. Seit Januar 2023 steht die Doomsday Clock auf 90 Sekunden vor Mitternacht. So groß war die Gefahr noch nie. Der Krieg in der Ukraine kann leicht zum nuklearen Weltkrieg eskalieren.
ebenso die Konflikte in Ostasien. Atomwaffen müssen abgeschafft werden. Im Spiel mit dem Feuer wird das Feuer irgendwann ausbrechen. Solange es Atomwaffen auf der Welt gibt, ist es wahrscheinlich, dass diese auch irgendwann einmal eingesetzt werden. Lasst uns die Atomwaffen abschaffen, bevor sie uns abschaffen. Erste Schritte für Deutschland sind Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags, Schluss mit der nuklearen Teilhabe Deutschlands, Abzug der Atombomben in Büchel. Liebe Freundinnen und Freunde, während es seit Existenz der Atombombe Proteste gegen die militärische Nutzung der Atomenergie gibt, war die zivile Nutzung lange unumstritten. 1975 dann eine mehrmonatige Besetzung des AKW-Baugeländes in Wiehl am Kaiserstuhl, an der sich 28.000 Menschen beteiligten. Die internationale Bewertungsskala für nukleare Energie verzeichnet für den Zeitraum zwischen 1955 und 1974 15 schwere Störfälle, bei denen es zum Teil zur Kernschmelze gekommen war, bei denen Strahlung freigesetzt wurde, Menschen kontaminiert oder direkt getötet wurden. Die Anti-AKW-Bewegung wurde zur Massenbewegung und die Reaktion des Staates, verstärkter Einsatz der staatlichen Macht. Zwei Beispiele. 1977 bei der Großdemo gegen den schnellen Brüter in Kalka am Niederrhein wurden 40.000 Polizisten eingesetzt, die bereits 30 bis 40 Kilometer vor Kalka jedes Fahrzeug penibel kontrollierten. Viele schrieben damals vom größten Polizeiaufgebot in der Geschichte der BRD. Der schnelle Brüter wurde 1985 fertiggestellt, aber nie in Betrieb genommen, aus sicherheitstechnischen Gründen. Heute ist dort ein großer Freizeitpark. 1981 ein ähnliches Bild in Brockdorf, Schleswig-Holstein. Die Protestaktion war verboten worden, dann erlaubt und in der Nacht vorher wieder verboten. Zu diesem Zeitpunkt waren natürlich schon Zehntausende unterwegs. Auch hier weiträumige Absperrungen, Fahrzeugkontrollen bereits in Niedersachsen und Hamburg. Das AKW wurde 1986 in Betrieb genommen, 2021 stillgelegt. Das Demoverbot von 1981 wurde 1985 vom Bundesverfassungsgericht als unzulässig bezeichnet. Die AKW-Bewegung war erfolgreich. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass Dutzende einst geplante AKWs nicht gebaut wurden, dass der Bau von Wiederaufbereitungsanlagen im Wendland und im Wackersdorf sowie das geplante Endlager in Gorleben verhindert wurden, dass der schnelle Brüter in Kalka und der Hochtemperaturreaktor in Hamm nicht in Betrieb bzw. ganz schnell wieder stillgelegt wurden. Doch die Kräfte, die bei uns den Ausstieg aus dem Ausstieg wollen, die Lindner, Merz und Co., sie geben nicht auf. Selbst neue AKWs bringen sie ins Spiel. Trotz des Supergaus von Tschernobyl und Fukushima, trotz der nach wie vor ungelösten Endlagerfrage, trotz explodierender Kosten bei neuen AKWs. Widerstand ist deshalb weiter dringend notwendig. Fukushima, 12 Jahre nach dem Gau. Eigentlich hätte spätestens nach Tschernobyl klar sein müssen, dass ein Atomkraftwerk eben keine ungefährliche Angelegenheit ist. Atomkraft ist einfach nicht beherrschbar. 12 Jahre nach dem Supergau in Fukushima sind die Folgen immer noch spürbar. Das Wasser ist kontaminiert, die Krebszahlen sind signifikant erhöht, Anwohner sind dauerhaft vertrieben und es gibt Schäden von über 170 Milliarden Euro. Und zur gleichen Zeit tobt in unserer Nachbarschaft ein Krieg, bei dem das größte Atomkraftwerk in Europa, Soparischje in der Ukraine, immer wieder Ziel von Angriffen ist. Wir haben alle Angst, dass es zu einer vergleichbaren Katastrophe wie in Fukushima kommen könnte.
Leider setzt Japan also immer noch auf Atomenergie. Gerade Sie könnten doch mit dem vielen Wind, der Sonne und den Gezeiten regenerative Energie erzeugen. Im Übrigen ist auch die Mehrheit der Japaner nach Umfragen gegen Atomkraftwerke, genau wie wir bei uns in Deutschland. Bei uns laufen im Moment noch 3 Atomkraftwerke. Nur erneuerbare Energie bietet eine wirklich sichere Energieversorgung. Bereits jetzt ist die Stromversorgung ohne Atomkraft sichergestellt. Wir fordern heute wiederholt den konsequenten Ausstieg aus der Atomkraft.